Richtig. Wow. Ja. Der verknappt Nico. Ach Quatsch. Lauf einfach mal zu den LKW. Wow. Ja, mach Station ich. Rein. Nico, die Wege bestanden sich hier von den Fahrzeugen ein bisschen, oder? Oder ist es knapp? Ich glaube, ja, es ist ganz so knapp. Ja, es ist knapp. Hast du schon entdeckt? Ich bin jetzt bei den Stationen. Okay. Warum steht da ein Ding jetzt im Mast? Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Stapeldinger. Hä? Ja. Hi. Ich habe keine Ahnung, weil ich würde da ja nicht hoch. Also, es wäre zwar schon logisch, wenn man da irgendwie hochklettert. Eigentlich eine gute Idee, aber. Also, noch eins. In der Decke hier. Mhm. Ja, noch ein Stapel. Ja, guck aus der Decke raus. Das habe ich noch nicht gesehen. Schreit's mal ab, ne? Ja, ja, das zweite will ich mal sehen, wo das ist. Naja, ja. Weiß nicht, ob das benötigt wird oder ob man vielleicht was beim Bauen auf den Hänger baut. Aber so viele, es muss eigentlich schon ein Bug sein, oder? Ja, also, das ist auf jeden Fall was anderes als in der Mann, gerade. Ja, das kann versehentlich schon gebaut sein, das stimmt. Bist du das ja gerade angefangen? Yep. So. Vorsicht, da könnte gleich losfahren. Na komm, wir an das Pause-Ding. Ich hab mal die Stahlbahn rausgekriegt, ist laut. Wie viel hast du? 99. Ah. Nice. Ach so, ja, vielleicht sollte ich noch Autopilot starten. Wow. Dann fährt doch los. Ne? Das stimmt wohl. Und tschüss. Okay, guck mal, Nico. Über mir hier. Da. Warte ganz kurz. Jetzt, 20. Wo bist du? Da. Wo bist du? Ja. Da oben. Guckst du schon raus. Geil. Stimmt. Hä? Ja, Schatz. Keine Ahnung warum. Hm. Naja, gut, dann können wir jetzt die Stahlproduktion. Haben wir jetzt, wir können oben weiterbauen. Richtig. Geil. Cool, wir haben einen kleinen Weg. Fließt man da oben ziehen. Ja, wie kommen jetzt der Stahl da hoch? Hier nicht durch. Verdammt. Ach stimmt, das können wir schon mal überlegen. Wobei ich würde. Ich würde erstmal gucken, wo es oben rauskommen soll. Und dann würde ich es da hinlegen. Okay. Danach sollte ich meiner Meinung nach gehen. Ja. Das kann ich so mal hier abreißen. Achso, ja. Ach stimmt, von unten nach oben wäre auch mal ein vernünftiger Weg mit Jumppad. Ganz sinnvoll. Mhm. Mal durch diese komische Schacht durchzulaufen. Jetzt am besten hier hoch. Durch den Schacht und dann, ne? Aber die Jump-Dinger. Ja, ich bin nicht durch den Schacht gegangen, aber so geht's eigentlich auch okay. Ich bin oben. Ich auch gleich. Auf der sehr, sehr leeren Fläche noch. Ja, gut. Etage 2 halt. Boing. Zack. Yay. Gut. Hallo. Also ich würde sagen, an sich, hier soll's hin. Ja, N. Das Problem ist nur. Feuer ist Lagerhaus, logischerweise. Zwischenlager. Oder? Nicht? Nee, das würde ich nicht sagen. Weil hier wäre halt auch ein Ausgang und da wäre halt Eingänger. Und hier wäre es schon wieder auch benutzt wird. Stimmt. Und da Stahlbahnen ja ein bisschen seltener und auch schwerer herzustellen sind. Oder? Ja, aber die werden dann komplett sowieso in die in die Produktion fließen. Wenn er keine übrig haben. Ja, können wir auch trotzdem direkt hier rausfließen lassen, ohne halt ohne Container oder so. Aber wie willst du hier hinkommen? Wir haben unter uns eine komplette Ebene. Scheiße. Ja. Geht nicht. Ah, wir können sie nicht hier rauskommen lassen. Wir müssen sie
extern per Lift hinführen. Also per Lift sowieso, klar. Aber wir müssen die Uff. von hierher führen. Von außen. Yep. Wir haben doch hier unser Dingens in Lift schon. Wenn wir da hier so eine Platz wegmachen würden, haben wir keinen Platz. Ist ja egal. shit. Ja gut, dann nicht auf der anderen Seite. Wir könnten das auch natürlich nochmal umbauen. Es wäre, glaube ich, cooler, wenn wir die beiden Sachen dann nochmal eins nach da rechts versetzen. Ah. Oder? Ja, ich glaube, das ist besser. Dann können wir dann nochmal ein oder zwei Lifte nach oben machen, je nachdem, wie Oh, viel Stahl wir halt brauchen werden. stimmt. Kann auch sein, dass wir zwei Stahlbinder brauchen, wer weiß. Oh, ja. Womit rechnen wir? Eins oder zwei? Aber ich würde lieber zwei sagen. Zwei, definitiv zwei. So können wir was anderes zufließen lassen. Schreibe ich die Wände ab und dann weiter ist das hier. Ja. Ich beginne hier oben. Irgendwie. So, jetzt. Um eins, ne? Ich würde direkt um zwei weiterbauen, oder? Ich Nee, meine. auf einer Platte passen noch zwei Lifts. Easy going. Ah, stimmt. Ja, gut, dann. Ja. Einer reicht. Wände. Kannst du unten noch Foundation auch drauf platzieren, die Wand, die da noch fehlt? Oder da unten Da unten. hin? Na egal. Passt schon. Ich mach das später. Gelpad. Hier kommt der Lift hoch. Washington nicht, Nico. Oh, unser Weg nach oben auf die Veranda ist im Weg. Och, Wunderbar. nö. Ja, der Aufweg ist im Weg. Den können wir ja verschieben. Kein Problem. Der Aufweg. Ah. Ja, die Rampe nach oben. Passt das so, Nico? Warte mal. War ich schon, ne? So geht nicht, so geht nicht. Ja. So. Nice. Stimmt, wir könnten auch theoretisch. Ah, ne. Gut. Das. Okay, es gefällt mir nicht. Oh. Ja, besonders. Ne, 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 warte. Ist zu weit links platziert. Das hier. So. Aber war das Zwar Organisation? links. Jep. Weil es guckt über den links drüber. Ja, das ist halt so. Anders geht's nicht. Wir müssen noch eine Plattform weiter. Das war doch vorhin nicht so. Vielleicht, Oder das Ding hier wenn ist die. falsch. Was? Wegen was? Wegen Aber wegen den den. Wänden konnte man das nicht verpresst dran platzieren. Das ging ja nicht. Also eigentlich. Aber es wundert mich, dass hier abstehend ist, Ja, trotzdem. egal. Sieht doch Aber ist keiner. halt so. Nur wir. Und Leute, die zuschauen. Ja. Aber ja, sonst keiner. Gut, hier. Ja. Wow. Yay. Fuck, gehen die Lifte überhaupt so hoch, Nico? Die haben nicht so eine Oh. maximale Reichweite. Oh. Sofort Doppellift, egal geht. So, komm mal hin. Ich mach direkt ein paar zwei. Ja. Okay, ich muss hier runter, scheiße. Ja, spring vorher noch vom Motor, das ist eine richtig gute Idee. Aua. Kannst du oben bitte mal ich bin machen, wo ich andocken kann mit dem Lift? Gerade schwierig, weil ich gerade unten bin. Hä? Ach du auch? Ja, cool. Also ganz unten. Ja, ich auch. Ah, Ich will gerade Lift nach hi. oben bauen. Hi. Ja, ich gehe sofort hoch. Danke. Weil anders geht's nämlich nicht. Was kann jetzt dauern? Ja. Also, wir So. bauen direkt für zwei Lüfte nebeneinander. Genau. Ich bin mal gespannt, wann wir unsere beiden Fahrzeuge zum ersten Mal ineinander verbacken sehen, weil die sich gerammt haben. Ja, Ich hoffe, es passiert oder gar nicht, irgendwas aber. anderes. Das
kann schon durchaus passieren, auf jeden Fall. Wo denk dran, also einmal so ein, wie sind die Dinger dann? So. Förderbandmast und direkt ein Förderband, das die richtige Richtung hat. Jep. Wir haben hier den Oh, warte mal. Wieso bin ich gerade hier unten? Ich muss ja. Nach ganz oben. Also ich habe ja auch schon da dorthin gemacht, wo ich ungefähr hin muss, aber... Ja, genau. Ja. Machen wir so weit wie möglich außen so ein Fördermast-Ding hin, genau. Aber das kleiner bitte, aber, nicht Stapel. Ja, aber warte, das muss sowieso in die zweite Ebene. Hier. Huch. Ich kann auch direkt die zweite Ebene ansteuern, musst du halt nur auf die Band dran machen. Ja, ja, warte kurz, kurz. Naja. Ja, falsch. Kann ich da. Kann ich keins direkt drauf ziehen. Okay. Dann. Oh. Nee. Doch, also oben auf dem Stapelmast direkt anziehen. Warte. Also entweder nutzen wir den oder den, ist die Frage. Ja, mach einfach zwei dran. Das ist ja auch mit die beide. Bei den linken würde ich halt sagen. Also. So. Nee, fließt man falsch rum, Nico. Oh. Ja. Passiert. So. Nee. Geht immer noch nicht. Oder habe ich die falsche Ebene? Kann natürlich sein, warte. Du hast weit oben. Jetzt müsste. So? Ja. Nee. Probier mal. Ja, doch, nee. Jetzt ist. Nee, geht nicht. Geht in den Boden rein. Muss hier hinten machen. Hä? Da muss eigentlich hin. Er war heute mit den normalen Dinger hin, oder? Die normalen? Ja, nicht die Stapeldinger. Ich kann nicht, weil das auf einer höheren Ebene ist. Hast du zwei Stapeldinger oder eins gemacht? Zwei. Mach nur eins, weil sonst nimmt du eins zu hochradocken. Also warte, nur da, wo auch wirklich wo der Feuerband drauf ist. Ist egal, mach einfach, ich hab jetzt beide einfach weggemacht. Also jetzt kannst du einfach am Fließband machen. Nee, geht nicht. Ja, wieso? Warte nicht. Ah, vielleicht wegen der Wand hier, warte mal. Könnte sein, dass die Wand im Weg ist. Das ist gut möglich. Das würde zumindest Sinn ergeben, weil ich da nicht andocken konnte. Nee, du musst da hier einen Mastel machen. Okay. So, warte. Nicht zwei übereinander, nur einen, Nico. Ja, okay. Ich muss halt zwei hinmachen, um den oberen zu platzieren. Nee, das ist weit oben. Ja, deswegen sollst du den oberen weg machen. Ja, den weg. Mach mal nur den unteren hin, Nico. Das, okay. Der untere stehen bleiben. Der obere, die brauche ich nicht. Genau so. Weil der obere ist ja nur Deko, Nico. Und da dockt er mal an. Das ist mein Problem. Stimmt. Ja, guck mal. Perfekt. Aha. Warum denn nicht gleich so? Bis nach unten hin. Das ist ja wunderschön. Nice. Das heißt, ich baue aber noch einen zweiten drauf. Jetzt. Jetzt kannst du, aber halt nicht vorher. Beim anderen muss das gleiche Spiel bitte auch machen. Weil es ja wohl klar ist, also, du tust halt immer beim oberen andocken, da ist ja kein Fließband dran. Mhm. Okay. Nee. Klar, falsche Richtung oder hast du immer noch den Doppelmast? Oh. Wow, Profi da oben, ey. Ja, das mit der Richtung, ne? Du kennst das ja. Ja. Ist ja uncool, da muss ich auf eine andere Höhe gehen damit. Naja, ist halt so. Okay. Weil sich andere auch nochmal neu platzieren. Das sieht ja scheiße aus. I'm sorry. Okay. Dann musst du nochmal Dinge tun. Gut. Perfekt. Gut. Baller schon mal Fließband dran. Welchen nehmen wir denn? Oh. Den inneren oder äußeren? Warte mal. Also an sich den inneren zu den anderen. Ja. Das Ding ist jetzt nur, was mir auffällt. Dass wir den schon nicht nutzen. Dann müssen wir aber gleich gucken, wie wir das hier machen. Es gibt da noch so ein Problem. Nico, wir haben ein Problem. Oh nein, ein was? Fahrzeug
ist von der Plattform gefallen. Ich komme, oh Gott. Das fährt gerade. Ja, es tut Dinge, Nico. Ich weiß nicht, was du da eingestellt hast. Er fährt dann vor und zurück und weiß nicht, was tun soll. Wie süß. Da. What the fuck? Wie kann das von der Plattform fallen? Guck mal, ich hab doch safe genügend Platz gelassen. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall so ein kleines bis größeres Problem jetzt. Absolut. Wobei, wahrscheinlich kann man jetzt alle einfach hinfahren. Warte. Ja, danach wieder Autopilot an. Genau. Ja, dürfte ich bitte. Danke. Ich glaube, wir müssen eine Wendel machen, Nico. Das ist doofe Gefühl. Scheiß KI, ey. Ja, oder Plattform weiterziehen oder so. Das mach ich doch gerade. Was haben die denn da für ein Wendelradius, Alter? Weil wir sind ja schon ein, zwei Runden gefahren, warum jetzt? Ja. Aber es war sogar das Kohle-Ding. Nicht mehr der neue, wohl bemerkt. Ja, da war Kohle drin. Da wurde er weggerahmt, 1000%. Seit Konkurrenz aufgeschaltet. Ja. So. Ey, jetzt im Runterfeld, ey, dann weiß ich aber auch nicht. Ich darf nicht mehr noch kämpfen. So, nice. Ja. Gut, dann hole ich jetzt das Stahl. Mhm. Nice. Ich überlege mir schon mal, wie wir das da oben irgendwie in. Dahinter muss ich. Ach, Alter. Das wird schwierig. Das war dumm so, oder? Na egal. Tja. Es soll dahin. An sich. Warum kommt eigentlich hier kein Stahl an? Oh, was stimmt doch hier nicht. Ich kann nicht reingucken, wie Stadt Eckewisch dazu, weil hier fliegt mit keinem Stahl auf dem Bad oder ich sehe es nicht. Wow. Also, könnte auch zweiteres sein, hatten wir schon mal gehabt, also. Hm. Wenn du Stahl oben ankommst, dann siehst du ja dann gleich. Hm. Komm ich jetzt nach oben? Mann. Was? Hallo, hallo, hallo. Ja. Ja, ich hab den Gegner gestellt. Ist das immer noch oder wie? Mann. Naja. Das ist halt. Ich weiß nicht, wie es besser geht, während. Ich komme. So, ach, ja, schön. Ich wüsste halt leider nicht, wie man es besser hinbekommen könnte. Ich würde behaupten, es geht nicht besser. Jo. Ach, okay. Das Problem ist nur, wenn wir eine Produktion haben, also wir werden ja nicht. Ah, könntest du das hier bitte bauen? Ich kann nicht. Ja. Und dann können wir bitte mit. War ich da ein Problem? Nico? Gestellt habe, ja. Ist hier hinten schon ein Ding jetzt? Nee. Mast? Nee, nee. Also ein großer, ja, aber kein kleiner. Ich kann keine kleinen bauen. Kannst du bitte mal? Yep. Ja, hier Teamwork, guck mal. Nice. Perfekt. Gut. Ja. Komm einfach mal mit. Und zwar, wir werden ja nicht die Produktion erst hier abzwacken, sondern ja womöglich auch hier hinten. Ja, also, ich fände es halt logisch, wenn der ja, hier schon die Produktion beginnt. Müssen wir hier einen Splitter einbauen, dort die Steine da transportieren. Ja. Wobei wir ja Stahl brauchen müssen wir nicht. Wir bauen erst die Rotoren und normale modulare Rahmen, dafür brauchen wir keinen Stahl. Stimmt. Das heißt, es könnte sogar passen. Stimmt. Okay.
Also, Produktion fangen logischerweise erst ab der Plattform hier an, würde ich sagen. Welcher? Ja, wo steht er? Hier, ab hier. Nee, das finde ich zu früh, weil wir sollen wir hier abzwacken. Safe zu früh. Ich würde sagen, dass. Wie willst du das machen? Willst du jetzt wieder diese Zwischenbusse haben, die immer hier reinlaufen? Genau, das wollte ich nämlich auch noch gerade besprechen. Oder machen wir einfach, keine Ahnung, hier haben wir mit dem Bus und machen wir immer Produktion in die Richtung. Das Problem ist nur, was man mit dahinter, weil. Naja, wir führen den Bus einmal rum, machen es von hinten das gleiche nochmal entgegengesetzt. Also, dass wir so ein U formen. Und genau, hier beginnt's. Genau. Mit U nach hinten rum und einfach mal in die. Was? Was? Was haben wir denn? Ich war gerade unten beim Strom und da war alles noch in Ordnung. Perfekt. Die Vorderen sind rot, weil. Nico, wir haben ein Problem. Und zwar. Ja, siehst du doch hier. Hier kommen die Stahlbahnen drauf. Hier sind überall Stahlbahnen drauf. Oh lol. Oh nein. An welcher Station hast du das Ding geparkt? Oh nein. Kann es sein, wenn das Ding unter der anderen LKW-Station durchfährt, dass er da auch Stahl reinlädt? Oh lol. Das kann natürlich passieren. Daher haben wir jetzt ein größeres, längeres Gut, Problem. Dann guck du mal bitte, dass das. Es wird auch Sinn ergeben, warum da kein Stahl ankommt. Auf anderen Fließband. Das stimmt, aber wirklich nur. Ich gehe gerade auf Fließband ab, aber hier ist nichts mehr. Aber nur am Anfang. Oh. Doch, nee, hier ist auch Stahl. Doch, doch, doch. Dann such mal nicht gerade wenig. Bitte alles ab, dann werde ich mal das Auto umparken. Also ja. Nicht umparken, sondern. Aber. Oh. Boah, ich sammle mal ein, das dauert einen Moment, weil das anscheinend. Ich kann oh. Nico, kannst du auf die LKW-Station zugreifen, weil da kommt immer mehr raus und ich kann da auch nichts rausnehmen. Ja. Ich mal, Ach du Heilige! Ja, oh nein, es geht auch noch rüber in die LKW-Station rein, die andere. Alter, sag auf! Oh Gott! So. Also, wo Kohle hin geht, könnte es auch Stahl sein. Ja. Na super. Alter, wie viel denn noch? Oh, das war Kohle. Ja. So. Da kommt Kohle an, dann muss ich auf der anderen Seite mal schauen, wo es wieder runterkommt. Ich muss dringend das Auto halten, wenn es ankommt. Wirklich ganz dringend. Chaos! Warum geht jetzt hier keine Kohle rein? Komm, Kohle, geh rein. Gehen wir so kurz das Kohlebad hier weiter fördern. Ja. Da trägt bestimmt noch locker irgendwo Stahl zwischen. Aber ja, da irgendwie. Da ja nix. Mhm. Kommen wir Stahlingels oder kommen wir keine Stahlingels? Das ist die große Frage. Scheiße, ey. Das Problem ist, es könnte sein, dass. Oh, warte, da, welcher kommt an? Da kommt Stahl. Ja, der führt das noch rein, Alter. Stopp. Stehen bleiben. So, Autopilot aus. Autopilot aktiv, nein. Okay, er fährt schon nicht mehr weg. Immerhin. Ob er wieder Stahl rausschmeißt, wäre scheiße, weil du glaube ich gerade ganz zeug wie mit dir hätten nehmen. Ich hab alles genommen. Okay, er hat gerade nichts ausgeladen, glaube ich. Alter, wieder ankommt. Ja, Matze kann ja nicht. Der Strom ist aus. Ah, stimmt. Ja. Oh nein. Auf den anderen, bei den anderen könnte auch Dinge sein. Wo? Bei den anderen? Bei den anderen LKW-Stationen. Ich mach's doch gerade, hallo. Achso. Da. Okay. Ist die ja. Okay. Sind die durch reingegangen? Ja, das bin ich ja schon seit gefühlt 5 Minuten am Lernen. Nice. Weil die durch den Stahl kommt. Matze, wir haben übrigens ein Problem. Und zwar. Vor eins. Ich nehme an, sobald ich auch nur in dem Bereich bin von der LKW-Station, der. Ja, richtig. Das heißt, das Ganze geht nicht auf, was wir hier vorhaben. Ja, so gar nicht. Weil wir die Station exakt aneinander gebaut haben, sodass ich immer in irgendeinen Bereich fahre. Alter. Egal, ob ich will oder nicht, ich fahre durch eine LKW-Station. Ach, gerade. LKW-Stolper, du bist tot. Ja, ja. Na, dann ist es geklappt. Ja. Ja, das ist belastend. Wie machen wir das denn jetzt? Das klappt jetzt nicht so gut. Das klappt. Gar nicht gut. Wir müssten theoretischweise mindestens 2 Abstand lassen. Alter. Ja, und oh, geh mal hier Scheiße. 2 nach rechts. Ich sehe da hier so eine Eisenvorkommen lang gehen, ne? Ich behaupte, es klappt nicht, was wir hier vorhaben. Das ist so ganz gediegen. Ja, aber das Problem ist wie sonst.
Beziehungsweise irgendwelche müssen wir versetzen. Wir können auch die hier versetzen. Das ist auch machbar. Das ist sogar. Ah, nee, ist nicht machbar. Es geht in den Berg rein. Ist nicht machbar. Ich überlege auch gerade. Nico, fällst du denn davon? Mal her. Jep. Aber Vorsicht, Mach. Auto gleich. Naja. Nee. Ja, perfekt. Ist egal, musst du sowieso nicht fahren. Weil. Das macht gerade andere Dinge. Die haben auch ein Leben, ne? Und das ist die kaputt gehen, aber. So, aber auch die raus. So, geparkt. Ihr könnt natürlich auch hier sagen, die machen hier zwei LKW-Stationen mit Abstand. Ja. Ja. Haben dann hier zwei weitere Platten, also wo die LKWs langfahren und dann da rein können, mit großem Abstand immer. Und machen dann hier nochmal eine Plattform erhöht, über den Berg drüber, wo nochmal so eine Entladestation ist, mit noch zwei LKW-Stationen, die irgendwie voneinander getrennt sind. Also, das heißt auf einer unterschiedlichen Ebene. Richtig. Oder halt mit Wänden getrennt, dass wenn ein LKW rüberfahren will, dann erstmal gegen die Wand knallt und dann anders lenkt, dass halt nicht dahin fährt. I don't know. Dass die halt da nicht reinfahren. Die Idioten, ey. Verdammt. Spielen. Wir können... Das ist doof gelöst. Ja. Und Filter kann man ja auch nicht, also sagt, okay, man filtert das da raus, wenn da was drin landet. Also, ich bin tatsächlich dafür, dass wir unsere Methode jetzt an sich noch nutzen, halt aber alles hier zwei nach da versetzen. Reicht das vom Platz? Wir können es testen. Oh. Ach so, ja, wir können es testen, ja. Sagt er und könnte keine Plattform platzieren, weil da was im Weg ist. Also sag mal so, knapp ja. Wir brauchen nur knapp über eine Platte mehr. Fuck. Eine? Warte mal. Wir müssen das. Ja doch, also wir müssen zwar noch zwei platzieren, brauchen die zweite aber nicht komplett. Also von daher, es würde gehen. Das war scheiße, Alter. Ist mir gequetscht. Finde ich nicht geil. Ich wäre eher für das doppelstöckige Ding. Die beiden, die wir momentan angeschlossen sind, nochmal versetzen. Weiter in Richtung Berg. Und eine Plattform höher. Ich finde es halt nicht so schön dadurch, dass halt das Problem. Ja, das heißt auch, dass die anderen LKWs, die von der anderen Seite kommen, nicht aussehen, da reinfahren können. Wenn die mal wieder irgendwas tun. Weil manchmal fand ich das echt komisch. Soll ich das einfach mal von der Plattform runter? Und das Risiko will ich nicht eingehen, dass die irgendwo reindonnern. Und dann auch so sehen, dann auch abladen, dass alle verstopft. Geil. Ja. Wir können es mit Wänden noch trennen, farbig anmalen, dann sieht es auch wieder schön aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, ich weiß es nicht, ey, ich weiß es nicht. Es ist, finde ich, beides halt. Ja, ich weiß, aber wie, was sonst? Ja. Scheiße. Was? Wir können es gleich auch umversetzen, oder? Ja. Oh lol. Können wir tatsächlich nicht. Wobei. Ah, probieren wir mal, ob es doch geht, oder? Wobei? Ja. Warte, ich kann sie über mir produzieren. Probieren. Ja, geht. Nee, gerade so nicht. Mit einer Platte. Nee, hier nicht. Oder ist hier was im Weg, aber. Ja, deine Doppeldecke da. Du hast da Achtelblock. Achso, genau, da habe ich die Doppeldecke. Doch, eins höher wird doch gehen, gerade so, aber nur. Doch, geht. Ich hab's bei dir getestet, kann ich drüber platzieren. Doch, okay. Stimmt. Also da auch gehen, okay. Ich hab keinen Bock, das jetzt umzubauen, Alter. Boah. Gibt's nicht noch irgendwas Besseres? Züge, aber erst ab Tier 7 und wir sind bei Tier 4 anfangen. Oder bei Tier 4 weiter hinten schon, glaube ich. Aber trotzdem. Nee. Ja gut, man. Ja, oder man setzt zumindest die komplette Plattform eins nach oben. Ja klar, also Hälfte der Plattform wird einfach da unten platzieren. Oh, warte mal. Mit einer extra Rampe und so was, also schon ein Ding, was schicker aussieht, aber nicht nur die Dinger jetzt. Dann. Warte, dann können wir das Förderband auch unten drüber drunter durchfließen. Ah nee, scheiße, können wir nicht. Na, hier hinten nicht mehr. Nur zur Hälfte und dann hier. Das Problem ist, guck dir mal die Decke an. Wir können nicht alles eins nach oben versetzen und trotzdem noch über
In die durch die Decke führen. Klar. Die Kohle, nicht? Nee. Klar. Was ist das? Wenn wir als höher setzen, was ändert das nicht daran? Ja, aber überleg mal die Höhe. Ach, der achte Block geht nicht mehr hin, ne? Denke ich mal. Also, es kann ja sein, dass man halt nur frei. Da ist halt ein Lücke. Sind halt alles Lösungen, die ich so. Also ich mag am meisten, dass wir die Hälfte der Plattform als hochsetzen und dann schon eine Wand dazwischen machen, dann mit extra Rampe drauf, wo ich so ein abgeschnittener Bereich, jeweils. Ich mach erstmal Strom wieder an. Achso, kapsel mal bitte die neue ab. Von der. Damit die nicht mit Strom versorgt wird. Oder ausschalten, die neue LKW-Station. Ja, warte. Was kann ich eigentlich hier machen? Achso, kein Fuel? Okay. Warum hat er jetzt kein Fuel? Keine Ahnung. Ah, guck mal, hier liegen noch Sachen drauf. Hä? Ich zeig doch hier drauf, what the fuck? Und ja, wenn die zwei drin sind, kannst du es glaube ich nicht mehr rausnehmen, oder? Was ist denn da platzieren, die Dinger? Das könnte durchaus passieren. Darf ich schon wieder Umbaumaßnahmen vornehmen, Nico? Lass mal testen. Ich weiß nicht. Ach fuck, ja ich muss jetzt irgendwelche Stationen lernen und das kann ich nicht, das kannst du. Na. Ich kann jetzt eh noch nichts machen. Ohne dich. Belastend. Ich hab vor, als höher setzen. Ich hab dich gar nicht so scheiße aus. Huch. Das ist immer noch recht gut. Huch. Wir können hier sogar nicht den Mittelweg wieder zurück. Oh lol. Wir könnten die Plattform erhöhen, die Fahrzeuge durchfahren lassen. Hinten dann wieder runter und dann durch den Mittelweg, den wir jetzt aktuell haben, dann wieder raus. Okay, Nico, auf sich, aber egal, okay. Zeig ich dir gleich. Also, Produktion läuft zumindest wieder. Ich bin ja sowieso gleich wieder da. Wieso kommt hier kein. Was ist das? Kein Stern mehr nach. Achso. Ja, klar, weil die Produktion ja gestoppt war. Psst, nice. Also was? Nimmer angenommen, ja. Mhm. Wie viel andere vielleicht sogar auch. Naja, aber bei anderen hat er noch ein bisschen zu viel Platz für. Aber bei. Mhm. Zum Beispiel, jetzt setzen das jetzt hier eine Plattform oben drauf, auf die Plattform, ja? Ja. So dass wir ja. Ich weiß gar nicht, wie weit kommen wir denn hier hinter überhaupt damit? Warte mal. Ich kann wohl mein Fundament bauen jetzt. Dadurch kommen wir nämlich nochmal ein gutes Stück hier oben drauf, vom Berg. Ja. Also nur bis dahin kommen wir maximal, aber mal gucken, wie weit. Wir würden dann quasi uns eine Plattform hier hinzimmern, ja? Mhm. Dann können wir hier die LKW-Station draufstellen. Hier irgendwie. Haben dann hier zwei, drei Platten frei. Bevor es dann runter geht. Wieder. Ja. Wird dann hier eine schöne Wand hinmachen mit eins höher, damit die LKW nicht runterfallen können, weil das wäre wieder mega behindert. Beziehungsweise oder sowieso Rampen nutzen. Könnten wir. Ich würde aber es so machen, dass wir quasi, wenn die LKWs von hinten kommen, so quasi hier, dann. Rappen haben, klack, 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 bis zur Wand halt, die auch bei den Rappen noch ist. Dass es so ein abgeschotteter Bereich ist, die dann einmal quasi, wenn die hier lang fahren, einbiegen in die Equestation und wieder auf die Strecke. Mit so viel Abstand, dass die sich halt nicht gegenseitig da ne, reinfahren können. Das wird aber. Und sowieso nix. Klar. Und danach fahren die dann hier mit der Rappe wieder runter. Ja. Und dann hier auf die Mittelstrecke und raus. Das gleiche kommt auf der anderen Seite auch machen mit einer Erhöhung, bis es identisch aussieht. Falsche Voltage. Hm. Was ich meine? Ja, ich hab's verstanden. Hat man hier in der Mitte dann so zwei Wände, so eine Art Kanal, wo die LKWs alle rausfahren, wie so eine Ausfahrt. Und links und rechts eine Einfahrt zu den LKW-Stationen. Hat das sogar Sinn, sieht doch cool aus. Oder dass es das irgendwie so komisch aussieht. Ja gut, stimmt, Rampen müssen wir so sogar nutzen. Ja, klar, ich weiß irgendwie, ne? Also, von der Mitte, von dem mittleren Weg nach außen. Also, ich will quasi in der Mitte nur eine Ausfahrtstrecke haben.
und links und rechts Wände sind, dass da auch nichts passieren kann. Und von links und rechts Wände, hier ist dann eine Höhe mit Plattform, keine Ahnung, ja, wie hier. Wo vorne Oshikuppe und hinten quasi herab wieder hoch runter führen. Und das ist quasi links und rechts die Einfahrt. Also fahren hier lang, dann fahren sie wieder runter, fahren auf den Ausfahrtweg und wieder raus. Ah, andere Seite genauso. Also einen Rundweg haben. Direkt da schon. Aber also ein Einfahrt einmal links und einmal rechts, dass da auf jeden Fall nichts passieren kann. Und zwei Eckwehrstationen, so weit wie möglich auseinander platziert auf dieser Plattform, auf der erhöhten Plattform, damit da auch nichts passieren kann. Ja, ja. Also, anders geht's ja nicht. Das wäre sicherste überhaupt. Ich glaube, sicherer geht das nicht. Stimmt. Die auf dem Ausfahrtweg haben genug Platz, um rauszufahren. Die vom Einfahrtweg können ja nicht runterfallen, können auch nicht irgendwie zu den anderen LKW-Stationen. Ja, ja. Außer die beiden, die auf der Plattform sind. Irgendwie so. Ja, doch, das klingt gut. Und da es gerade so passt. Ich glaube nur eigentlich, dass die beiden LKW-Stationen hintereinander, dass da noch was passiert, aber. Ja, die können wir zumindest noch ein bisschen mit Abstand auch machen. Also müssen nur eins, vielleicht sogar zwei Abstand zwischen denen. Ja, ja, auf jeden Fall. So viel wie möglich. Nur fast nochmal eine Wand dazwischen hauen, falls ich gerade ausgeschaut wollte, dass die voll dagegen klatschen und dann gezwungenermaßen drum rumfahren müssen. Keine Ahnung. Ja. Du musst da irgendwie tricksen. Scheiß KI, ey. Und fahren echt gegen auffahren. So. Das kommt hier nochmal echt. Ah, oh, fuck.